Okay, Kaidoan. Du kriegst also die Pistole. Und was den Schutz angeht, leicht, mittelschwer, kann er alles nicht nehmen. Universalwerkzeug. Alles klar. Schild, Medizinnachladebonus. Und die kann auch nichts dergleichen aufnehmen. Also ist es bei dem. Was ist das hier eigentlich? Präzisionsgewehr. Achso. Medizin ist natürlich cool, aber Schild ist, denke ich mal, fürs Erste besser. Ach, das waren die, wo die aufgespießt waren. Genau. So, da habe ich da oben noch was gesehen. Ah, okay. Das waren wohl Glaube, wir sind fertig, Bewegungssensoren, Commander. Fallen, wie auch immer. Commander, es ist Nihlus. Es ist Nihlus, ja. Da bewegt sich was, hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Sie sind ein Feigling, wer sind Sie? Sie müssen vorsichtiger sein. Sich so an uns heranzuschleichen, hätte Sie fast das Leben gekostet. Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Sie sagen, Nihlus wurde von einem Turianer getötet. Der andere war zuerst hier. Er wartete hier, bis ihr Freund auftauchte. Er nannte ihn Saren. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Okay. Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Erzählen Sie mir was über den Angriff, der geht. Es ging alles so schnell. In einer Minute landete das Schiff noch, in der nächsten wimmelte es auf der gesamten Plattform von Geth. Sie müssen in dem Mutterschiff gewesen sein. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Es war ein schreckliches Massaker. Okay. Können Sie mir sonst noch was über diesen Sender sagen? Sie brachten ihn heute Morgen her, dann luden wir ihn auf die Bahn und schickten ihn zur anderen Plattform. Kaum zu glauben, dass das erst ein paar Stunden her ist. Scheint ein ganz anderes Leben gewesen zu sein. Okay, alles klar. Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig. Landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Minuten? Da hätten wir doch Zeit gehabt, sich zu verstecken. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Alles klar. Gut, haben wir hier noch was, was wir untersuchen können? Da hinten, aha. So. Munition, Hammer, Granatensprengstoff, alles klar.
Da ich die anderen mit ausrüste, mit dem Inventar, ist es durchaus sinnvoll, das erstmal alles mitzunehmen und im Nachhinein dann zu entscheiden, was man nimmt und was nicht. Gut, irgendwo müsste dieser Zug sein, der ist... Ah, der ist da unten drin, okay. Gut, dann, ja, ich wollte hier nur mal nochmal nach Sachen gucken, aber anscheinend gibt es hier keine mehr. Gut, dann gehen wir mal zumindest in die Nähe. Was war das? Moment. Na? So einfach kann es gehen. Nein, ich habe doch hier auf... Schon anzweifeln, sind von ihnen entfasste Feinde anzugreifen. Pfeil nach links, okay. So, jetzt würde ich noch mal kurz ins Inventar und durchgucken. Wir haben ja Kugel-Upgrades. Sie ist ja mit allen Waffen unterwegs. Nee, Munition. Hammer. Waffenwirkung. Wieso nicht? Obwohl, Moment. Machen wir leer. Gehen zurück und geben das dem Kerl mit der Pistole, weil der kann ja nur mit der Pistole. Dann wird der dadurch effektiver. Obwohl, Schaden 132. 90, aber das ist schneller. Naja. Die sind schneller feuern. So, Schrotflinte, das hatten wir geklärt und das Gewehr hatten wir auch geklärt. Gut, klassisch in die Wand gehämmert, das Zeug, aber ist ja nicht schlimm. Ach so. Woher? Ah. Okay, das sind... Die Pfeiltasten, alles klar. Jetzt habe ich den Position halten, bewegen und bewegen. Alles klar. Was ist denn da unten los? Da unten ist doch irgendwas. Und jetzt folgen sie mir anscheinend wieder. Wegen die zu zerstören. Erhalten Leertaste schon zu beginnen. Ashley? Umdrehen die Kamera. Oh, dann können sie G-Zerstörer erfassen. Klicken sie mit Kellys Fähigkeit werfen. Werfen. Okay, er ist hinüber. Ich hätte ihn auch wahrscheinlich anders erledigen können, aber gut. So geht's natürlich auch. Anzuweisen, die aktuelle Position zu halten und in Deckung zu gehen. So, gehe ich mal runter. Waffenwechsel. Auf was habe ich jetzt umgeschaltet? Scharfschützengewehr. Okay, Überhitzung. Immer noch überhitzt. Tatsache, die haben es geschafft. Ah, Sekunde. Da hinten sind dann doch tatsächlich... Moment, nicht verfügbar. Ashley, nicht verfügbar. Warum? Ja, können Sie befehlsfähig. Ah, Stellung halten, selbst entscheiden. Oh, ich habe ihn erwischt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Katien ist weg. Nicht verfügbar, Ashley nicht verfügbar. So. Wo ist der Kerl? Ist der das? Da müssen wir definitiv noch mal was tun. Na? So. Gut, jetzt sind wir schon mal näher dran. Das hat das Ganze doch viel einfacher gemacht. Okay, er heilt. Er ist okay. Wie war das mit... Einstellung, Eingabe, nein, Steuerung, Squad, Tabu, Schnellspur. Moment, ich hab doch... Der Kerl... Ja, ja, ja. Der Handschuh. Der hat auch Heilung dabei. Schildboost. Ach ne, hier. Überlastung. Aha. Kann ich den eigentlich... Wo war denn hier Heilung? Moment. Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Steuerung. Navigation. Stürmen, Druckwaffen, Feuerzoom, Zoomstufe ändern. E. Aha, ich kann also noch die Zoomstufe ändern. Granate, erste Hilfe. F. Kann ich das nicht? Ach, es klingt ab. Okay. Und... Tatsache, ich kann zoomen. So. Jetzt wird vorgerückt. Zum Vorrücken empfehle ich allerdings... Ja gut, nicht unbedingt die Pistole, aber... So grundsätzlich eigentlich schon. Hm? Achso, ich habe das Zeug rausgenommen. Okay. Und runter war mit mir. Okay, ich kann ihn gleich wieder heilen. Gut. Dann rücken wir mal vor. Ah, ich kann genauer positionieren. Also mit meinem Ziel kann ich positionieren, wo sie hin sollen. Okay, also. Gehen sie jetzt dahin. Das könnte die Steuerung vom Zug sein. Wie war das mit. Position halten? Okay. Nee, Aktion, okay. Das ist nur eine allgemeine Aktionsanzeige. Aktivieren. Gut, dann fahren wir anscheinend mit dem Teil jetzt zum nächsten Plattform. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Synthetische Wesen, angeführt von einem Oberkrieger-Heini. Das ist natürlich... Oh komm, jetzt müssen wir ihm in den Rücken schießen. Genau jetzt. So, das sind Sprengkapseln, nehme ich mal an. Komisch, dass hier der Kopf noch so weit runter geht, dass es nicht mehr so zum Geradeausgucken reicht, sondern gucken die ja eher auf den Boden.
speichern. Sprengladung! Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren. Alle finden und deaktivieren. Das dachte ich mir schon. Da war doch noch einer. Da sind noch welche. Und noch einer. Moment, die sollen die Position halten. Ich versuche mal ein wenig zu laufen. Ah, ich kann also auch sprinten. Sehr interessant. Entschärfen. Gut. Dann würde ich den anderen sagen, sie sollen mir folgen. Alter, ist das dein Ernst? Was zum? Überhitzt, alles klar. So, und Präzisionsfeuer. Okay. So, ihr rückt jetzt vor. Da piept's auch noch, Scheibenkleister. Das war doch hier unten, oder? Hm. Ermüdet, aha. Entschärfen. Und die sollen mal die Position halten. Okay. So, wie wär's, wenn ihr mir wieder folgt? Schade, dass ich die nicht selbstständig irgendwie losschicken kann. Aber passt schon. Was? In Deckung gehen? Deckung gehen und los? Was denn? So, jetzt wird erstmal alles genommen. Da wäre noch ein Ziel. Ah, okay. Ich gehe in Deckung. Sind in Deckung, besser gesagt. Ah, alle Ladungen entschärft. Das war ja einfach. So, Jungs. Mir folgen. Was auch immer der jetzt für eine... Erledigen Sie sie! Fähigkeit aktiviert hat. Oh. Überlastung. Nee, da. Barriere. Aha, also er ist ein Level aufgestiegen und das hat sich wohl selbst irgendwie... Hm. Okay, ich denke mal, da ist mein Ziel. Mit der Pistole umgehen oder sowas wird ein Erfolg sein. Ach, das waren diese komischen Zahnstocher, die wieder runtergefahren sind. Das ist die Frage. Da kann ich anscheinend noch untersuchen. So, wir haben ja jetzt genug Zeit. So grundsätzlich. Guck mal einer an. Die ganzen... So...